Jetzt nimmt das Fremdgeh-Drama um Ehepaar Iris und Peter Klein sowie die angebliche Nebenbuhlerin Yvonne Wölke neue Dimensionen an. Wie Bild berichtet, hat Yvonne Wölke eine Sprachnachricht von Iris Klein erhalten, in der sie sie darüber in Kenntnis gesetzt habe, gerade mit Noch-Ehemann Peter Klein Sex gehabt zu haben. Ein Foto, das Iris Klein angezogen mit ihrem nackten Ehemann Peter im Bad zeige, solle die Behauptung untermauern. Yvonne Wölke erzählt jetzt, das stimmt. Sie hat mir eine Sprachnachricht zu dem Foto geschickt, in der sie mir erzählte, dass sie gerade mit Peter nach dem Sex geduscht hätte. Er würde mich nur täuschen wollen, genauso wie er das bei ihr tun würde. Deswegen wolle sie mir dieses Beweisfoto senden. Und beim nächsten Mal wolle sie mir dann ein Foto direkt vom Sex senden. Ich wundere mich sehr, dass sie mir solche intimen Dinge schickt. Und sie erklärt, ich kann vieles ertragen, aber sicher nicht die beiden beim Sex. Damit nicht genug, Peter Klein erzählt jetzt in der Bild, was sich wirklich zugetragen haben soll. Der von Iris behauptete Sex hat nie stattgefunden. In Wahrheit habe ich mich in unserem Haus auf Mallorca geduscht, als Iris plötzlich im Bad stand. Beim Rausgehen hat sie das Foto gemacht. Er sagt auch, ich habe Angst, was ich noch alles erdulden muss. Iris Klein hat zu den Vorwürfen noch nicht öffentlich Stellung bezogen. Sicherlich nur eine Frage der Zeit.